Hallo ihr Lieben, weiter geht's. Ich erzähle euch jetzt das Ende meiner Zeit auf der Crème de la Barre Farm. Am Donnerstag, 4.5. war mein letzter Arbeitstag nämlich auf der Farm. Abby hatte am Abend vorher, als wir zu diesem schönen Konzertabend Pizza haben wir nicht gegessen, obwohl das eigentlich so üblich ist. Wir hatten keinen Bock, Abby und ich. Abby ist ja auch nur glutenfrei und es gab keine glutenfreie Pizza. Wir haben Salat gegessen. Es gab eine riesen Salatbar. Es war richtig geil. Genau, und sie hatte eben deswegen am Abend vorher nicht mehr vorfüttern können, die Hühner, weil sie will ja unbedingt ihre Arbeitsstunden schon vormachen, bevor sie zum Baumarkt zu ihrer Arbeit fährt, zu ihrer zweiten Arbeit. Und war so ein bisschen gestresst, deswegen hatte ich gesagt, Abby, mach dir keinen Kopf, ich stehe mit dir auf und versorge mit dir die Hühner. Und das habe ich auch gemacht. Um 5:30 ungefähr hat mein Wecker geklingelt und habe mir wieder meine dreckigen Melkklamotten angezogen. Dann nach draußen. Abby hat alles Geflügel mit Wasser versorgt. Und die Wachteln hat sie auch gefüttert. Irgendwie mag sie die besonders gerne. Und ich habe nur gefüttert und die schon oder noch vorhandenen Eier eingesammelt. Dabei sind mir heute das erste Mal tatsächlich zwei Hühner abgehauen. Abby war Gott sei Dank auch in der Nähe, hat das dritte Huhn irgendwie so buff mit der Schüssel an den Zaun gepresst. Und irgendwie haben wir sie wieder reingescheucht. Ging auch. Naja, und das eingeweichte Getreide habe ich verteilt und eine neue Ladung eingeweicht. Als Abby dann weiter gewässert hat und ich schon fertig war mit Füttern, habe ich mir Kaffee geholt und Tagebuch geschrieben in meinem Zimmer und habe die Türe extra offen gelassen, damit ich mitkriege, wenn Willy melken geht. Und als er dann vorbeikam, bereit zu melken, bin ich schnell meine Stiefel geschlüpft und hinterhergelaufen. Bei Willy wartet nicht. Ich bin immer 5 Meter hinter ihm. Aber mittlerweile sind wir schon ein ganz gut eingespieltes Team. Ich hole die Leckerlis, während er die Tröge öffnet. Ich stelle den Filter ins erste Glas, während Willy die ersten Ziegen holt. Wir melken und während Willy die dritte Ziege melkt, fange ich an zu füttern, bis Willy dann die nächste Gang Ziegen auf den Melkstand geholt hat. Nach dem Melken fege ich die Melkstände, fütter zu Ende, wässere und wir tragen Milch und Schüsseln ins Haus. Als wir im Haus waren, habe ich zu Willi gesagt, dass das heute das letzte Mal war. Hat er jetzt irgendwie, das ist nicht so sein Ding, dann irgendwie Worte zu finden oder so. Aber er hat später zu Tara gesagt, als ich natürlich nicht dabei war, dass er meine Mitarbeit richtig gut fand. Ach, schade, Willi. Sag das doch einfach gleich. Hätte mich gefreut. Wäre ein bisschen leichter gewesen. Aber gut. Als wir noch bei den Ziegen waren, kam Tara plötzlich angelaufen in ihrem pinken Morgenmantel. Es war so merkwürdig. Also nur um euch mal ein Bild zu geben, warum ich mir Sorgen mache um den Gesundheitszustand dieser Frau. Sie kam im Morgenmantel und dann stand sie nur da und machte so ein richtig Gesicht, ein Gesicht, als wäre sie sauer, sagte aber nichts. Und ich habe sie dann angesprochen, gefragt, ob alles okay ist. Und dann nickt sie nur, sagt wieder nichts. Und irgendwann geht sie wieder. Okay. Es macht einfach keinen Sinn. Naja, irgendwann, wir haben nach dem Melken natürlich die Milch verstaut im Kühlschrank, gefrühstückt. Das heißt, Willi war schon fertig mit Frühstücken, als ich gerade fertig war mit der Zubereitung meines Frühstücks. Aber Tara saß noch am Tisch und blieb noch ein bisschen sitzen und wir plauderten. Abby fuhr zur Arbeit, zum Baumarkt. Genau. Und habe irgendwie später beim Unkrautjäten im Vorgarten gedacht, was Tara doch eigentlich für eine egoistische, unsichere Frau ist, mit so wenig realistischer Selbstwahrnehmung. Das hört sich so böse an, das meine ich gar nicht so, aber es gibt, kennt ihr das, so eine Art von Mensch, der von sich ein Bild darstellt, ja, wie bemüht er ist um das Wohl aller und irgendwie merkst du nach einer Weile, eigentlich,
denkt diese Person immer nur an sich. Auf so eine merkwürdige Art, nicht so direkt, sondern irgendwie so hintenrum. Ich kann es nicht beschreiben, ist auch egal. Als ich eine kleine Pause gemacht habe, es ist heiß und anstrengend, das Jäten, auch im Vorgarten, kamen Willy und Tara und sagten, sie wollten auch eben Medizin holen. Sie hatte nicht alles bekommen am Tag vorher. Ich habe noch ein bisschen weiter gejätet, bis ich einen guten Abschlusspunkt gefunden habe. Da war es dann auch schon 2 und abzüglich aller Pausen hatte ich definitiv meine 5 Stunden gearbeitet. Und dann habe ich wie so ein Ritual meine Dreckwäsche ausgezogen und alles, was war schon nötig hatte, in die Waschmaschine geworfen. Arbeit vorbei. Waschmaschine gestartet, gewaschen, Tagebuch geschrieben, Wäsche in den Trockner. Als die Wäsche trocken war, habe ich alles gelegt und in die Schubladen geräumt. Nix mitpacken. Dann habe ich trockene Äste vom Orangenbaum geholt, um unser Feuerchen fürs Barbecue vorzubereiten. Und musste Tara einmal wecken, die war wieder in ihrem Zimmer verschwunden, weil ich Streichhölzer brauchte. Ich habe weder Streichhölzer noch Feuerzeug gefunden und sie ist die Hüterin dieser Utensilien. Genau, und dann mit Zeitungen und Streichhölzern konnte ich das Feuer auch anzünden. Als es brannte, bin ich in die Küche gegangen, das Essen vorbereitet. Ich hatte Süßkartoffeln gekauft und Möhren gab es noch. Die habe ich in Stücke geschnitten und in so Alufolie-Päckchen gelegt und geölt und gewürzt natürlich vorher. Und die wollte ich auf den Grill legen. Die Würstchen, Abby isst so gerne Fleisch. Die Würstchen habe ich auch ausgepackt und in eine Tupperdose getan und dann unsere Steaks, Rindfleisch-Dinger gewaschen, trocken getupft und auch gewürzt. Dann haben wir alles rausgetragen, Teller, Gläser, Besteck, Servietten, unsere Soßen, Zutaten natürlich für S'mores. Ich hatte extra glutenfreie Cracker gekauft, damit Abby auch richtig S'mores essen kann. Okay, und dann Marshmallows natürlich und Schokolade und die Grillspieße dafür. Dann haben wir die Gemüsepakete schon mal aufs Feuer gelegt. Abby dachte, das dauert ewig, aber war gar nicht. Ich habe noch schnell den Salat geschnitten und den ich vorher aus dem Garten gepflückt hatte. Das war schon wirklich schön mit dem Salat da. Noch ein bisschen Tomaten und Möhren dazu, fertig. Und da war es dann aber auch schon 7:30. War mittlerweile schon ein bisschen dämmerig. Naja, Fleisch auf den Grill gelegt und wir haben in der Dämmerung leckerst gegessen. Es war wirklich richtig schön. Abby hat dann nochmal Holz nachgelegt und wir haben unsere S'mores gegrillt. Dann war es auch schon dunkel und wir haben alles reingeräumt. Abby hat noch schnell geduscht, ich habe abgewaschen. Zähne geputzt, ab ins Bett, ohne Packen. Ich hatte irgendwie keinen Bock, hatte auch noch Zeit bis Freitagmittag, bevor mein Bus abfuhr. Genau, und am Freitag, 5.5., war also mein Abreisetag. Ich bin ungefähr um 6 aufgestanden und ich wusste einfach irgendwie nicht, obwohl ich jetzt schon so oft gepackt habe, wie ich jetzt anfangen soll. Erstmal duschen und Haare waschen. Ich stank so nach Holzfeuer, dachte, okay, ist vielleicht nicht so nett. Bei der Gelegenheit gedacht, rasiere ich mich mal schnell, meine Beine. Linkes Bein, rechtes Bein, da sah ich irgendwas, das sah aus wie so eine Hautfliese, hab das irgendwie abrasiert. Da war das ein Skorpion, ein gelber Skorpion, der auf dem Boden der Duschwanne fiel und also vorher auf meinem Bein geklettert ist. Alter Falter, ich habe echt Panik gehabt. Das nächstbeste, ich hatte den Rasierer ja noch in der Hand, habe den so auf den Skorpion geknallt, aber der ging davon natürlich nicht kaputt. Drauf treten konnte ich nicht, war barfuß. Üblicherweise in einer Dusche. Alter, dann dachte ich so, kacke, 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 was mache ich jetzt? Ich kann irgendwo hingehen, um irgendwas zu holen, ein Messer zu holen, um den zu zerschneiden oder so. Und dann dachte ich, okay,
Was ist hier noch? In der Dusche habe ich irgendeinen alten Rasierer geschnappt und den Skorpion, das, was noch rausguckte, echt so zerfetzt, dass man nur noch Stücke. Der war definitiv tot. Ja, und dann habe ich den natürlich runtergespült. Der muss auch aus dem Abfluss gekommen sein. Das ist echt eine Story, Leute. Hattet ihr schon mal einen Skorpion auf eurem Bein rumkrabbeln? Wenn ihr wehrlos seid, ohne Kleidung. Naja, okay. Dann war das auch geschafft. Und dann habe ich, weil ich ja nach Flagstaff reisen wollte, das Wetter recherchiert. In Phoenix sollte es heiß sein, in Flagstaff nur so mäßig, so warm, gerade mal. Nee, noch nicht mal. In Flagstaff sollten es nur 3 bis 16 Grad Celsius werden. Also, was zieht man sich dann an? Natürlich Zwiebellook. Also habe ich mir Reisekleidung rausgesucht und mich angezogen, mein Bett gemacht. Und dann habe ich einfach alle Sachen da erstmal da drauf gelegt und habe dann gesehen, dass das Regal, wo ich meine Kleider drin liegen hatte, super staubig war. Von der Lüftung, von diesem Air Condition. Habe ich einen feuchten Lappen geholt und erstmal alles sauber gemacht, wischt. Und dann habe ich in den Koffer die Sachen reingelegt, von denen ich dachte, dass ich die fürs Wochenende in Flagstaff mit Svenny und Helena brauchen könnte. Und ich musste ja jetzt auch nicht flugsicher packen, also Flüssigkeiten alle in den Rucksack oder so. Genau, und dann habe ich den Rest in den Rucksack gestopft und irgendwie, das hatte ich auch noch nie so extrem, war alles zu viel. Ich kriegte das alles nicht mehr richtig rein und zu und ich weiß auch nicht. Abby kam und wir schnackten noch ein bisschen, tranken noch eine Runde Kaffee, bevor sie dann zur Arbeit fuhr. Beim Kaffeegespräch war auch Tara dabei und Willy lief sporadisch in die Küche und wieder raus. Nachdem Abby abgefahren war, habe ich mit viel Mühe und immer wieder Umpacken geschafft, alles zu verstauen und den Koffer und den Rucksack zu schließen. Hab das schon mal ins Auto geladen, habe ich noch Marty getroffen, haben noch mal ein bisschen geschnackt und uns verabschiedet. Dann habe ich mein Bett abgezogen und Zimmer und das Bad ausgefegt und das Bad auch gewischt und die Waschmaschine angestellt, aber ich hatte da zu viel drin. Die ganzen Decken, die da auf meinem Bett waren, die waren einfach zu viel und die Waschmaschine war überladen. Oh, da gab es erstmal wieder einen kleinen Vortrag von Tara, wie viele Woofer schon ihre Waschmaschine kaputt gemacht haben. Na gut. Egal. Mein Joghurt gemacht, gegessen und dann ging es auch schon los im Auto mit Willy. Genau, Willy sozusagen auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe noch beim Gespräch am Morgen erfahren, dass Muriel mit Nicole zu Muriels älterer Schwester nach Washington gereist ist. Also Willys und Taras älteste Tochter. Und Willy und Tara wussten davon nichts. Die haben nur irgendwann sich gewundert und dann von Rolando gehört. Nee, die ist. Ist das komisch? Ist doch merkwürdig, wenn man Familienbesuche macht und wenn man zusammen in einem Haus wohnt, dann sagt man sich das doch, oder? Bin ich da komisch? Nee. Nee, das war komisch. Naja, gut, auch nicht mein Bier. Aber das rundete nochmal so mein Bild ab. Sagt, ja, gut, manche Dinge sind hier wirklich komisch. Naja, ich habe mich hier natürlich von Tara verabschiedet, als Willy und ich abgefahren sind und von Willy an der Greyhound. Busstation und dann bin ich da mit Cowboy-Hut und Backpack und Koffer, den großen Rucksack hinten am Rücken, den kleinen vorne vorm Bauch und meinem Rollköfferchen da reingestiefelt und in die Abfahrtshalle. Habe auch die richtige Schlange gefunden, die Türe zum Flagstaff-Bus und habe da mein Gepäck unterm Bus verstaut. Eigentlich darf man nur ein Gepäckstück mitnehmen, aber irgendwie hat auch keiner geguckt, habe ich da alles reingeschmissen. Bin in den Bus eingestiegen, habe meinen Sitz eingenommen, auf den mein Sitznachbar seine Tüte gelegt hatte, habe ich gedacht, du, legen wir wieder zurück.
Der kam dann auch und trug die ganze Fahrt über seine Sonnenbrille, obwohl es definitiv nicht so sonnig war, und blieb stumm. Und dachte ich, gut, das kann ich auch. Hab viel aus dem Fenster heraus fotografiert, und schneller als erwartet waren wir dann auch schon in Flagstaff. Das war also meine erste Fahrt mit dem Greyhound, was ich ja unbedingt machen wollte, und habe so festgestellt, ach ja, dadurch, dass diese Busfahrten so günstig sind, ist das auch eine bestimmte Kategorie von Menschen, die da reisen, die nicht viel Geld haben. Ja, konnte man so sehen. Nichts gegen arme Leute. Die sind oft richtig gut. Waren die auch. Als ich dann an der Bushaltestelle in Flagstaff ankam, wie gesagt, ein bisschen früher als erwartet, waren Svenny und Helena noch auf dem Weg zu mir, und ich stand da im kühlen Wind und fröstelte etwas. Und da Svenny die Einfahrt, das ist mir auch schon 100 Mal passiert, die richtige Einfahrt zur Bushaltestelle nicht gefunden hat, stand sie auf der anderen Seite, und dann musste ich die große Straße nochmal überqueren mit meinem Gepäck und Cowboy-Hut. Das war ein bisschen schwierig. Der Rucksack, der ist so hochgepackt, und die Krempe von meinem Cowboy-Hut, die stößt da immer dran. Also ich muss, das ist eine Kunst, also eine Kunst, den Cowboy-Hut so aufzusetzen, dass er nicht ständig vom Rucksack runtergekickt wird. Ja, dann haben wir mein Gepäck ins Auto geladen, in deren Mietwagen. Sehr cool. Und uns erstmal begrüßt und gequatscht und abgedatet, und haben da richtig lange gestanden, zu unterhalten. Das war auch wirklich schön. Dann haben wir überlegt, was machen wir? Und wir wollten irgendwie Lunch essen, sind zum Walmart gefahren, haben da ein bisschen Lebensmittel eingekauft, und dann ja, waren wir noch zu früh für den Check-in in unserem Bed and Breakfast, und sind dann in den nächsten Nationalpark gefahren, in dem man richtig viele schwarz verbrannte Bäume sehen konnte. Also die waren zwar noch grün, aber die Rinde war richtig verkohlt vom letzten Waldbrand. Ich weiß nicht, wie lange her das war. Und in diesem Nationalpark gab es auch ein Lavafeld. Also da war irgendwie ein alter Vulkan. Ja. Und dann haben wir uns eine nette Stelle gesucht und unser Essen gefuttert und sind dann wieder weitergefahren zu unserem Bed and Breakfast Wilderness. Und das gehört auch noch zu Flagstaff, aber das ist sozusagen außerhalb der City, wenn man das so sagen kann. Ja, und unser Wirt David hat uns da begrüßt, ein lustiger, älterer Typ. Und er hatte schon wieder vergessen, dass er mir das schon angeboten hatte mit der Matratze für $10 die Nacht. Das hat er nochmal gemacht, sein Angebot. Sagt, danke. Und dann haben wir unseren Krams da erstmal verstaut irgendwie. Und David musste erstmal die Matratze auskramen und da kurz Bettzeug draufschmeißen. Und dann haben wir lecker gekocht, Reis und Gemüse und bisschen Wein dazu getrunken und Pläne geschmiedet für den nächsten Tag. Und so um 11 ungefähr ging es dann ins Bett. Ich habe auch sehr gut geschlafen. Uns allen dreien gefiel das Haus und das Zimmer sehr gut. Und wir haben unser eigenes Badezimmer gehabt. Und es war wirklich sehr schön, auch mit der Gesellschaft von Svenja und Helena. Ich war sehr dankbar, dass die mich da so eingeladen haben, so mitgenommen haben. Ja. Am Samstag, 6.5., hatten wir einen Besuch im Grand Canyon Nationalpark geplant. Und ich hatte ja erzählt, dass ich meinen Rucksack, nee, Quatsch, meinen Koffer so gepackt habe, dass ich da alles drin habe, was ich in Flagstaff brauche. Aber es war doch nicht alles da. Ich habe das doch etwas unterschätzt mit der Kühle und hatte keinen Bock zu frieren. Also habe ich doch nochmal meinen Rucksack aus dem Auto geholt und Sachen rausgekramt, mit denen ich besser gerüstet war für die hiesigen Temperaturen. Und wir wollten so um kurz nach 9 frühstücken. Das war ja Bed and Breakfast. Und David hat auch diverse Angebote gemacht, was er uns zum Frühstück machen soll. Und
Ja, aber als es soweit war, hatte er das, glaube ich, schon wieder nicht auf dem Schirm. Ich habe ihn dann noch mal kurz gefragt, sagte, ja, klar, kann ich euch Frühstück machen. Wir wollten French Toast und Rührei mit Toast. Und dann hatten wir am Tag vorher eine große Melone gekauft oder mittelgroße Wassermelone, die wir dann zurechtgeschnibbelt haben und in Proviantdosen verteilt. Und dann ging es auch schon los zum Nationalpark. Wir haben mehrmals angehalten an Aussichtspunkten. Das war so berauschend, das war so beeindruckend. Das machte richtig ehrfürchtig, wenn man diese Dimensionen sieht und sich vorstellt, wie sich das gebildet haben muss. Es war ein unvorstellbarer, großer Zeitraum. Dann begreift man, wie alt das alles ist und denkt so, oh, das ist unfassbar. Eigentlich kann man das gar nicht richtig denken. Und ja, es ist richtig berauschend. Es reißt einen so mit. Wow. Magic. Ja, wir sind da zu einem Aussichtsturm und haben da überall rumgeschaut. So, es ist der Colorado River, der durch den Canyon fließt und scheinbar alles so ausgehöhlt hat. In die Schlucht sozusagen da reingegraben hat. Ach, das allein finde ich schon so unvorstellbar. Und dann sind wir mit dem Auto wieder zurück zum Visitor Center, weil wir noch ein bisschen wandern wollten. Und dann hat uns ein Shuttlebus zum Anfang des South Kaibab Trail gebracht. Und alle Trails dort, also wir haben uns oben befunden, auf der obersten Ebene des Grand Canyon. Und alle Trails, alle Wanderwege führen also natürlich runter. Und dann muss man entsprechend einplanen, dass man das auch wieder rauflaufen kann. Und da gibt es so verschiedene Etappenpunkte, wo man anhalten kann. Und es war ein mäßig warmer Tag, aber es war halt wirklich auch anstrengend. Runter nicht so, aber dann halt rauf. Und wir sind bis zum AO-Point gefahren. Also es ist wirklich wie diese Ausrufe. Schreiben die das? AAHOOH. OA. OA. So rum heißt es. Der OA-Point. OA-Point. Ich war es erst nicht gerafft, bis ich das Schild gesehen habe. Und dachte, ach so, oh, ah. Oh, es war so geil. Da waren so Felsplatten, die da so schräg lagen, wie so eine Rampe oder sowas. Und da haben wir uns einfach draufgelegt, sodass man da so auf dem Bauch liegend da so runtergeschaut hat. Oh, das kitzelt. Und es ist, oh, ich weiß auch nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass ich so stark auf Höhe reagiere. Mittlerweile, das hatte ich sonst nie. Svenny ist da auf so einen Felsen geklettert und hat sich da so draufgesetzt und dachte, oh, das muss ich auch. Und dann, als ich da aber so klettert, dachte ich so, ja, okay, Svenny, halt mich fest, halt mich fest. Und dann sind wir wieder raufgestiegen vom OA-Point. Nachdem wir da das lange wirklich genossen haben und am Visitor Center, das uns der Bus wieder zurückgebracht hatte, haben wir uns einen Bagel gegönnt und dann sind wir noch ein bisschen rumgelaufen und